Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Oben haben wir jetzt das zweite EG, zumindest den Boden vom zweiten EG, mit den Chisel fertig gemacht. Das Ganze habe ich jetzt offline gemacht, weil einfach nur den Boden legen ist jetzt nicht ganz so interessant, wie man es sich vorstellen kann. Und jetzt würde ich sagen, können wir eigentlich unser Schlafzimmer umziehen lassen? Den Platz im Inventar müssten wir gerade haben. Den Creeper-Kopf, den will ich mitnehmen. Unser kleines Nachttisch, den Teddy, die Sektflasche. Komm her. Das Schwert an der Wand muss natürlich auch mit, obwohl wir dafür wahrscheinlich jetzt erstmal auch gar keine Möglichkeit haben, es zu installieren. Aber das sollte uns nicht stören. Das kommt alles weg. Oh, und der Traumfänger, der muss natürlich mit. Der ist ganz wichtig. Und dann kriegen wir auch hier mal gescheite Leuchten hingesetzt. Weiß gar nicht, warum wir die vorher noch die ganz normalen Torches hatten. Hier könnten wir... Na, hier ist Licht. Hier ist aber... Da oben ist Licht. Okay, das passt überhaupt nicht da oben hin. Dann machen wir es doch lieber hier hin. Oh, ich merke gerade, der Server ist stark am Arbeiten. Ah, hier sind halbe Blöcke, deswegen geht es wahrscheinlich nicht. Uiuiuiuiuiui. Der ist ja momentan ganz übel dabei. So, und jetzt sind wir oben im zweiten EG. Jetzt weiß ich noch gar nicht, wie ich es einteilen werde. Voraussichtlich hier hinten ein Zimmer. Hier ein etwas größeres Zimmer. Und hier nochmal mit Treppenaufgang einen großen Flur, der auch hinten rausgeht. Ich glaube, das passt ganz gut. Und dann werden wir hier trennen. Also wir gehen hier rüber. Wir könnten hier sogar noch eine Tür drin lassen, damit man im Endeffekt im Kreis laufen kann. So, jetzt stecken wir gerade mal die Umrisse wieder ab. So, ist ja super. Okay, wir könnten uns auch anscheinend mal wieder neue Carpenter-Blocks bauen. Aber hier hinten kommt auf jeden Fall das Schlafzimmer rein. Und wir werden uns auch ein Bettchen bauen, dass wir zwei Stück haben. Wir setzen sie hier hin. Dann setzen wir sie einen Platz mehr. Dann setzen wir das erste hier hin. Das zweite kommt hier hin. Dann der erste Nachttisch direkt daneben. Der Teddy muss natürlich drauf. So. Was ploppt denn hier die ganze Zeit rum? Okay. Könnt ihr mal wieder Licht machen? So, dann das Schwert, wie gesagt, können wir noch nicht setzen. Den Creeper-Kopf. Dafür lassen wir uns auch noch Zeit. Die Sektflasche, da ist sie doch. So, die Sektflasche muss auf jeden Fall dann auf die andere Seite, wenn hier das zweite Bettchen steht. Und dann gehen wir doch gerade mal runter und zimmern uns wieder ein paar neue Blocks. Und machen vor allem mal unser Inventar leer. Brauchen wir nicht. Stopp, brauchen wir doch. Oh. Oh, was ist passiert? Irgendwas blockiert gerade unser Drawer-System. Und es sind die Seeds. Es sind die Unmengen an Seeds anscheinend. Shit. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir haben... Obwohl, wir haben doch noch... Haben wir keine freien Plätze mehr? In unseren Drawer? Doch, haben wir doch. Also, über was beschwert er sich denn? Okay, wir haben hier hinten Seeds. Ja gut, die sind voll, das ist klar. Aber komm, dann setzen wir uns einfach nochmal hier unten nochmal ein neues Deck hin. Und dann kannst du da von mir jetzt auch noch ein paar Seeds reinhauen. Aber dann müsste es doch jetzt eigentlich gehen. Carpenter Block. Jetzt sortiert er die Carpenter Block ein. Wir setzen nochmal die Seeds oben rein, um zu gucken, ob es funktioniert. Wow. Also ich muss mir da unbedingt irgendwas überlegen. Aber es kann natürlich sein, dass es gar nicht zu korrigieren geht, weil einfach... Ist immer noch alles voll? Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt ist es das gebackene Steak? Nee, achso, die Steaks gehen rein. Achso, es sind alle Plätze voll momentan. Ach du Schande. Hat sich anscheinend sehr, sehr lange aufgeschoben. Die Iron Nuggets. Das Steak müsste immer mehr werden. Ne, Steak ist durch. Jetzt hängt der Iron Nugget. Ist unsere Iron Kiste schon komplett voll? Ne, okay, sie werden reingefüllt. Alles klar, okay. Läuft alles. Wir wollten neue Carpenter Blocks. Und die Carpenter Blocks. Da haben wir so Stickies und ganz normales Holz. Wir haben eigentlich momentan so viel Holz im Inventar. Nein, wir hatten so viel Holz im Inventar.
So, da ist es doch. So, dann geben wir mal ein bisschen das davon ab. Ach komm, wir machen es einfach komplett. So. Und wir haben hier eine. Wir brauchen mehr Stickies als alles andere. Und dann haben wir mal wieder ein paar. Ich weiß, wir werden so oben eh alle verkloppen. Nochmal raus mit dir. Dann nehmen wir den hier, teilen den nochmal. So, und jetzt haben wir. Zack, zack, zack. Schade, ein Stack wäre noch ganz cool gewesen. Dann hätte man es genau halbieren können. So, dann machen wir einfach mal so. So geht's auch auf. Fertig. So, jetzt haben wir wieder ein Stack an Carpenter Blocks. Boah. Also ich bin froh, wenn wir hier das Haus fertig haben und gegebenenfalls ein oder anderes Gebäude schon mal außerhalb der Range, der Chunk Range hier bauen können, um da irgendwie aus dem Ruckeln rauszukommen. Und vor allem diese ganzen... Boah, ist ja momentan hier... Boah. Alter Schwede. Ich glaube, wir haben gerade den Frame-Einbruch des Todes. Ich sehe ja gar nichts mehr. Es ist einfach nur noch ein wahlloses in die Gegend geschlage. Wow. Wow. Stirb doch. Ich glaube, wir müssten die Creeper gegebenenfalls mal die Mobs ausmachen. Um einfach so ein bisschen hier die Möglichkeit zu haben. Werde ich jetzt von hinten geschlagen? Werde ich von vorne? Ich bin durch irgendwas. Hier hat mich hat eine Hexe beschmissen. Oh, das Dreckstück. Da sitzt in der Ecke eine Hexe und beschmeißt mich mit ihren beschissenen Tränken. Nein, jetzt schnell ins Haus. Jetzt aber schnell. Okay, ich bin auf jeden Fall drin. Ruckel, 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 ruckel. Okay. Okay, ein halbes Herz habe ich noch. So, aber aufs Dach. Wir gucken aus dem Dach einfach mal raus. Okay, zu viele Mobs. Das war schon ein bisschen krass. Da unten ist sie. Hatten wir noch den... Wir haben noch den Bogen. Ach, weißt du was, schon mir gerade mal aus dem Keller Pfeile. Und dann sieht die alte Hexe mal, mit wem sie sich angelegt hat. Da werden wir ihr mal den ein oder anderen Pfeil in die Backe rammen. So. Jetzt komm her. Aber das ist nicht der verzauberte Bogen, sehe ich gerade. Wir hatten vorhin ja auch einen verzauberten Bogen gefunden. Nee, haben wir gar nicht dabei. So, wo ist sie? Miststück. Boom! Boom, stirb! Nee, 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 du kommst hier nicht weg. Hä? Sag mal. Du stirbst jetzt. Los! Na also. Und... Ha! So, jetzt die ganzen Slimes hier noch platt machen. Das sollten wir jetzt noch hinbekommen. Oh, ruckel, 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 ruckel. Einfach so ein bisschen im Kreis rennen. Hoffentlich hilft's. So, stirb. Boah, ich glaube, wir machen wirklich die Mobs aus. So, haben wir alle? Ich glaube, wir haben alle. Puh. Okay, alles klar. So, und wir werden jetzt als nächstes, glaube ich, bevor wir anfangen, weiter am Haus zu bauen, erstmal gucken, ob wir irgendwie FPS-technisch besser werden, wenn wir diese Hühnchenfarm abbauen. Weil mir kommt es so vor, dass diese Hühnchenfarm brutal viel an FPS zieht. Und wenn es nicht daran liegen sollte, also wir haben jetzt aktuell immer nur noch 14 bis 17 FPS. Wenn es nicht besser werden sollte, werde ich diese Hühnchenfarm natürlich wieder befüllen mit Chicken. Aber ich möchte erstmal sehen, ob es wirklich daran liegt. Wir haben immerhin ja auch schon das ganze Wasser abgebaut, die ganze Sprenkleranlage, um die FPS ein bisschen zu stabilisieren. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, wofür ihr diese 100.000 Eier braucht, aber momentan die Truhe sollte ja unten wieder gut gefüllt sein. Wenn er natürlich mehr Eier braucht, wie gesagt, dann setze ich gerne hier wieder ein paar Hühnchen rein. So, aber jetzt erstmal kommt ihr weg. Ihr seid ja auch nicht so schwer wieder zu holen. So. Ah. Oh. Alles klar. So, Erde rein. Erde, Erde, Erde. Keine Erde da. Ah, okay. Wir sind auf jeden Fall schon mal 5 FPS höher, wenn wir uns nicht bewegen. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, wie wir das hier auf dem Laufenden halten. Im Ofen? Brennt momentan noch was im Ofen? Da könnten wir auch mal nachgucken. Ja, ja. Daneben sind wieder ein paar Mobs bei mir in der Höhle. Und der Ofen, der brennt noch. Ja, guck mal, der hat schon keine Kohle mehr. Der macht momentan noch... Oh ja, der hat noch einiges zu brennen.
Das kann natürlich auch immer wieder gut sein, dass der Ofen natürlich schon einiges zieht. Aber normalerweise, gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass es nicht serverseitig ist, sondern eher rechnerseitig, weil der Trash nicht so große FPS-Einbrüche hat. Und es liegt wahrscheinlich eher daran, dass mit dem Shader hier einiges an Ressourcen gefressen wird. Wir könnten aber, solange wir am Haus gegebenenfalls arbeiten, zwar nicht das Original Minecraft verwenden, aber wir könnten ja den Shader auch mal ausmachen und vielleicht mit einem Ressource-Pack arbeiten. Macht die Welt ja auf jeden Fall auch schöner. So, das kommt alles wieder rein. Und wir haben wahrscheinlich nicht so hohe FPS-Ansprüche. Antik Atlas. Oh, das mache ich nicht nochmal. Den Atlas zu verlieren, das ist der Untergang. So, aber jetzt können wir nochmal aufs Dach gehen. So, und können hier schön ruhig unsere Wände weiterziehen. So, die nächste Aufnahme werde ich wahrscheinlich schon versuchen, mit einem Ressource-Pack zu machen. Das werde ich jetzt gleich mal umbauen. Ich habe ja immerhin auch eins hier, nur wenn wir das jetzt laden, dauert das zu lange. Und dann setzen wir, das ist das Schlafzimmer, dann kommt hier vielleicht noch ein paar Schränkchen rein. Es muss ja im Endeffekt auch wirklich gar nicht groß sein, deswegen ziehen wir es doch einfach mal hier rüber. Ich liebe das. Nicht. Boah, ich finde das immer so ätzend. Oh. So, und jetzt kommt wieder weg, 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 weg. Das Gute ist ja, dass die Carpenter-Blocks sich nach dem alten Muster immer anpassen. So, Moment. Ne, stoppen wir mal hier die Tür. Hier setzen wir wieder einen halben. So. Ach, geht weg. So. Und dann, ich glaube, um den Treppenaufgang ein bisschen zu lassen, setzen wir den einfach um. Nämlich, ja, so. Und im Endeffekt können wir doch hier dran lassen. Wir nehmen ja eh halbe Wände. Ja, das passt. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das lassen wir so. Jetzt ziehen wir den hoch. Als Türrahmen rüber. Und machen ihn schlüssig. So, war ja klar, dass das nicht funktioniert. Ach. So, alles klar. So, und das ist der Grundriss erstmal vom Schlafzimmer. Ich glaube, mehr benötigen wir da nicht. Oder setzen wir uns hier... Boah, das muss ich jetzt gerade mal gucken, wie es aussieht vom Aufbau. Hep. Es kommt noch... Wer slimet hier schon wieder rum? Es kommt noch komplett ein Stockwerk oben drauf. Also bis hierhin. Und dann kommt erst das Dach. Oder wir setzen hier bereits schon die Dachschrägen drauf. Die Räume könnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Ich glaube, wir setzen noch eine Etage drauf und dann erst die Dachschrägen. Ich glaube, das passt mir besser. Okay. So, jetzt wäre natürlich auch noch die Frage. Ich weiß, ich wollte Trash mit den Hühnchen ärgern. Aber wenn das eben schon vielleicht ein bisschen was gebracht hat. Komm, dann machen wir nochmal. Wir wollen es einfach mal austesten. Wir haben genug Eier. Wir können es auch notfalls wieder hier reinbringen. So, ihr kommt erstmal alle raus. Boah, ich glaube, da haben wir mehr Hühnchen hier reingesetzt, als wirklich eine Hühnchenfarm war. So, raus mit euch. Auch dieses Geräusch finde ich immer so brutal nervig von diesen Hühnchen. So, hören wir irgendwo noch was? Irgendwo noch ein Hühnchen unterwegs? Wir haben ja auf jeden Fall noch einen Slime. Ist der hier drin? Ist der unten? Ist der oben drin? Hä? What the fuck? Der ist im Boden. Der ist da hinten. Ist der hier hinten? Da hinten ist er. Meine Gott. So, tot. Tod des Slimes. Oh, oh. Okay, jetzt wird es nämlich gerade noch fehlen, dass mir hier ein Creeper auf den Kopf fällt. So, aber wie viele machen denn hier rum? So, alles klar. Die sind weg. Und es hat nichts gebracht. Also können wir eben die Hühnchen auch wieder ins Zimmer setzen. So, aber warte mal, wenn wir es jetzt mal ausprobieren und uns einfach mal so ein bisschen von diesem Haus entfernen.
Wie sieht's denn da aus? Wow. Direkt schon wieder 30 FPS. Also es ist ja faszinierend. So, sobald wir in die Nähe des Hauses kommen oder wirklich in das Haus reingehen, kann man richtig schön beobachten. 16 FPS, 14 FPS, 16 FPS. Boah, dass die FPS-Zahl wirklich um mehr als die Hälfte einfach so nach unten sackt. Gut, wir gehen hoch und lassen uns davon jetzt erstmal nicht abhalten, unser Häuschen weiterzubauen. Wir hatten hier gesagt, wir bauen hier einen Raum rein. Können gegebenenfalls den Raum noch bis hier durchziehen und haben hier nochmal einen großen. So, du sollst nicht so bleiben. Nein, 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 ja. Oh, okay. Den da müssen wir als vollen machen. Hallo? Oh, nein. Oh, nein. Ah. So, okay, genau. Weiter, weiter. Hier hin. Macht das einen Unterschied, von welcher Seite wir draufhauen? Ich glaube nicht. So. So. Ah. Oh. Ist doch kaputt. Okay, du sollst so hin. Dann hätten wir die zwei Räume. Dann lassen wir das hier als großen Raum, würde ich sagen, stehen. Wir könnten aber nach oben hin. Nach oben hin dünner werden? Müsste ich mal gucken, wie das aussieht. Wenn wir hier den Block, muss ja nicht viel sein, um 1, du kommst so, du kannst weg, weil du passt dich dann an. So, wenn wir den so durchziehen, das könnte, wie gesagt, besser aussehen, weil wir dann, ich mag, also diese krassen Blockhäuser, die wirklich 1:1 gerade nach oben gehen, sind so ultra hässlich. Und deswegen will ich jetzt gucken, ob wir, wenn wir einen Block versetzt bauen, ob wir dadurch irgendwie ein schöneres Aussehen des Hauses, des ganzen Hauses hinbekommen. Der hier bleibt. Genau, und wird zu einem vollen Block. Oh. Zurück mit dir. Nein! Nein! Okay, so bist du richtig, genau. So, Bettchen. Hier oben dürfte jetzt kein Monster uns mehr stören beim Schlafen. Wunderbar, wunderbar. Kein ständiges You Can't Sleep Monster nearby. Wundervoll. So, und den ziehen wir hoch. Den ziehen wir hoch, damit wir, wenn wir jetzt von außen drauf... Wenn wir von außen drauf gucken... So. Oh. Weg, 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 weg. Nerv mich alles nicht. So, na also. Und der hier muss... Die wollen mich doch echt auf den Arm nehmen. Noch eins, noch eins. So. Spider! Und? Wenn man sich das vorstellt, dass beide Seiten so sind. Ein Block weniger, hochgehend. Ich glaube, das passt. Und dann von ganz oben einfach ein normales Schrägdach drauf. Ist die Frage, Schrägdach oder Spitzdach? Da werden wir nachher noch dazu kommen. Gut, erstmal bauen wir so fertig. Und wir sind schon wieder bei 20 Minuten angelangt. Wir haben nicht viel geschafft, aber ich glaube, das solltet ihr bei mir eigentlich kennen, dass wir uns zwar immer viel vornehmen, genauso wie im Stream, aber zum Schluss immer nur wenige Backen bekommen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr euren Spaß dabei gehabt habt, zuzuschauen, habt euch ein bisschen unterhalten gefühlt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.